Bei der Suche über Google Scholar werden Ihnen verschiedene Zugangswege zu Publikationen angezeigt, zum Beispiel Verlags-Homepages oder Verlinkungen zu Bibliotheken. Es gibt aber auch andere Links, zum Beispiel zu ResearchGate.net. ResearchGate.net ist ein Netzwerk zwischen WissenschaftlerInnen, die sich dort beispielsweise über ihre Forschung austauschen. Einige legen dort auch PDFs ihrer Publikationen ab, die dann als Treffer bei Google Scholar angezeigt werden. Zu diesem Paper aus Google Scholar gibt es beispielsweise einen Eintrag bei ResearchGate.net mit weiteren Informationen zu den AutorInnen und dem Paper sowie der Möglichkeit zum Download. Über diese Plattform können Sie auch bei den AutorInnen der gesuchten Veröffentlichungen anfragen, ob Sie eine AutorInnenfassung des Textes bekommen können. Häufig werden diese Wünsche sehr schnell und vor allem kostenfrei erfüllt. Wenn Sie Google Scholar benutzen, wird Ihnen der ResearchGate.net-Zugang neben vielen anderen verfügbaren Papern angezeigt und wir ersparen uns die zusätzliche Suche über ResearchGate.net.